Auf dem Schulhof toben derweil die Klassenkameraden. Die Rasselbande kann es offensichtlich kaum erwarten, mit dem Unterricht weiterzumachen. Doch vorher muss Eva ein kleines Unglück beseitigen. Oh, was ist denn hier passiert? Ich habe ein bisschen geschlabbert. Aha. Oh. Hey, sag mal. Ey, da weiß ich, das hat ja auch zu Hause das Problem. Der jagt gerne mal den Schrubber oder einen Besen oder so. Denn auch wenn Bearded Collie Moose aussieht, als ob er kein Wässerchen trüben könnte, überdreht der 18 Wochen alte Welpe schnell. Das hatten sich seine Besitzer anders erhofft. Ich bin ja auf einem Pferdehof groß geworden und wir hatten immer mindestens einen Hund. Und bei Marius ist das halt ähnlich. Er hatte vorher auch schon einen Hund und es war auch ganz klar, dass wir wieder einen Hund kriegen. Deswegen nur die Frage der Zeit. Vor 8 Wochen ist Moose eingezogen. Und seitdem schnappt er nach allem, was er kriegen kann. Na, psst. Nein, aus. Moose nicht essen. Aus. Er soll halt einfach nicht alles essen und du kannst es ihm so oft sagen, wie du willst, er macht es trotzdem. Also das nervt mich dann schon ziemlich. Ja. Und das ist nicht alles. Nein. Moose. Wenn ich tatsächlich den Besen raushole und kehren will, dann springt er sofort hinterher und beißt mir eigentlich durchgehend in den Besen rein. Also das ist ganz schlimm. Nein, nein. Marius, was soll ich tun? Moose, nein. Na, da passt ja die nächste Unterrichtsstunde perfekt. Hey, gerade beim Wischen finde ich es auch sinnvoll, dass der Hund gar nicht auf dieser Fläche sich aufhalten sollte, weil ich mache da ja gerade sauber. Deswegen würde ich sagen, wir begrenzen das Ganze mal. Eine Idee, die Moose nicht wirklich gefällt. Hey. Wenn er sich jetzt so schön zurücknimmt, wie jetzt hier gerade, dann einfach mal hingehen, ihn belohnen. So, und so lernt er, dass der Schrubber tabu ist. Das heißt, das ist nicht sein Spielzeug. So, willst du noch ein bisschen schrubben? Sehr gerne. Unbedingt. Nichts lieber als das. Jetzt hat er sich schön zurückgezogen. Nicht vergessen, am Ende das noch mal aufzulösen, damit mein Hund nicht verwirrt wird. Moose! Oh. Da bist du. Blickkontakt. Und jetzt. Perfekt. Genau, sehr schön. Moose hat seine Lektion gelernt. Aber auch die Klassenkameraden sollen das Tabu akzeptieren. Deshalb geht's jetzt nach draußen. Wir haben mal unsere Picknickdecke hier dabei. Und die Aufgabe wird gleich sein, unseren Welpen klarzumachen, dass dieser Bereich genau tabu für sie ist. Eine echte Herausforderung bei so vielen Leckereien. Hey, weil Körpersprache reinbringen. Und das wird mit Sicherheit jetzt ein paar Wiederholungen dauern. Das muss ich allerdings gerade mal belohnen, weil das macht er richtig klasse. Ja. So, ich lasse mal die Leine fallen. Ich bin mutig. Geh mal so ein bisschen weg. Und jetzt weiß er nicht, was er machen soll. Hunde lernen auch über Untergründe. Das kommt jetzt hier zum Tragen. Das heißt, wenn ich auf einer Seite korrigiere, hat der Hund in der Regel auch verstanden, dass diese ganze Fläche, also in dem Fall die Picknickdecke, tabu ist. Ob Toffi das wirklich verstanden hat? Die Nase ist auf jeden Fall lang. Ganz großartig, Toffi. Sehr also der macht es wirklich toll. Ja. Ich bewege mich drumherum, wir schauen ihn gar nicht richtig an. Und ich kann natürlich auch auf die Decke, das ist klar. Und wenn ich jetzt mal in die Hocke gehe, jetzt machen wir es mal richtig schwer. Oh, das ist aber hart. Müsste er außen rumlaufen. Ich weiß nicht, ob es schon geht. Wir gucken einfach mal. Toffi. Super. So ein Streber. Wirklich, ne? Also das muss man wirklich sagen. Ja, und hier liegen ja wirklich auch geh krasse Sachen. Geh doch mal Sachen. Jetzt quer drüber. So, ich laufe mal drüber. Boah. Mensch, du bist super. Normalerweise, wenn ich meinen Hund einlade zu kommen, nimmt er immer den direkten Weg. Und das kann man jetzt hier bei dieser Übung noch mal schön sehen, dass es da richtige Hemmungen gibt. Das heißt, mein Hund weiß vielleicht gar nicht, was soll ich jetzt machen und läuft dann außen um die Decke rum. Und das genau zeigt auch die Akzeptanz. Und das gilt immer? Hey! Oh.
Der Toffi ist jetzt hier gerade ein bisschen überwältigt von Emma. Der freut sich so sehr, dass er die Decke komplett vergessen hat. Aber er ist ja nicht an die Sachen drangegangen. Von daher kann man da ruhig mal ein Auge zudrücken. Gucken wir mal. Ob Emma sich auch so gut anstellt? Hast du beim Toffi eben schon zugeguckt, oder? Hey. Da haben wir jetzt den Moment. Na. Genau. Lass die Leine ruhig mal fallen, ja, oder? Also ich glaub, die ist aber auch echt sensibel, ne? Ja. Die kriegt das sehr schnell mit. Und geht dann auch nicht mehr auf die Decke. So, Coco noch an der Leine. Bei Toffi habe ich es immer ganz abgemacht. Und kann sich der kleine Staubsauger Coco bei diesen Verlockungen zurückhalten? So, jetzt kann die mal schauen. Wo ist denn überhaupt die Grenze? Was man jetzt hier auch mal machen kann, ist einfach außerhalb dieser Grenze ein bisschen spielen, ein bisschen füttern, Spaß haben. Wir wollen ja Spaß haben. Wir wollen ja nicht dauernd immer nur rennen und hey! So, das ist noch mal einmal fast schief gegangen. Und da ist wieder wichtig, dass wir die Leine dran hatten. Und nicht der Hund damit wegläuft. Weil diese Situation wollen wir auf jeden Fall vermeiden. So, wir brauchen hier weder Gewalt noch Lautstärke. Wir können ganz freundlich bleiben. Wir müssen nur im richtigen Moment mit unserer Körpersprache klar machen, was wir wollen. Direkte Kommunikation. Und ihr seht, guck mal hier, drei Hunde, die jetzt hier entspannt drumherum liegen. Besser kann es nicht laufen. Ich würde sagen, wir packen mal ein. Ja. Und die dürfen sich eine Runde mal austoben. Super. Okay, lauf. Bevor die letzten Unterrichtsstunden beginnen, ist noch mal Spielen auf dem Sportplatz angesagt. Gerade Welpen brauchen den Kontakt zu gleichaltrigen Hunden.